Nochmal kurz generell dazu. Körpersprache ist halt wirklich unterschätzt. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wie sympathisch ihr rüberkommt, ja, wie attraktiv ihr eingeschätzt werdet von einer anderen Person, hat die Körpersprache immer so 50% plus X, meistens ein bisschen mehr, je nach Untersuchung an Bedeutung. Also eine ziemlich hohe, ja, Körpersprache, dann kommt die Stimme nochmal dazu, die hat auch eine relativ hohe Bedeutung. Dann sind wir schon echt bei einem Großteil, der die eigene Attraktivität ausmacht, ja, bei 80, 90%. Man muss sich ja vorstellen, hier der Kollege auf dieser Grafik ganz links, der konnte noch nicht reden, ne? Also der konnte nicht irgendwie jetzt kluge Reden schwingen, wenn er wen kennengelernt hat. Ne, das heißt, das, was damals schon, also damals haben wir vielleicht 100% über Körpersprache kommuniziert. Heute ist es jetzt ein bisschen weniger, aber es spielt immer noch eine enorme Rolle, auch gerade beim ersten Eindruck zum Beispiel. Genau, ne? Es geht vor allem darum, auch so evolutionär gesehen natürlich effizient zu sein, also eindeutig zu kommunizieren. Ne, wenn ich zum Beispiel lächle, ja, was ja auch eine Form ist von, ich zeige Zähne, ich mache mich verletzlich in dem Sinne, dann führt das in der Regel dazu, dass natürlich die andere Person sich dann auch schneller öffnet mir gegenüber. Die sind tatsächlich auch, also viele der Gründe sind auch wirklich so psychologisch einfach bewiesen. Einer ist zum Beispiel, ich habe das eben schon gesagt, der Großteil unserer Kommunikation findet nonverbal statt. Und zum Beispiel beim Sex sind es ja oft 100%. Also gut, manche Leute, ne, reden auch miteinander, durchaus der ein oder andere, aber vielleicht auch nicht die ganze Zeit. Und immer wieder geht es auch wirklich dann nur ums Körperliche. Und darum zeige ich der anderen Person, dass ich sie attraktiv finde. Wie kommuniziere ich? Kommuniziere ich so, dass sie mich als eine Person wahrnimmt, die, ja, die einen hohen Selbstwert hat, die zufrieden ist, die emotional unabhängig ist oder eben das Gegenteil. Ja, Frauen sind da ein bisschen besser drin als wir. Also man sagt ja immer, Männer machen den ersten Schritt und bei unseren Workshops könnte man den Eindruck gewinnen, das wäre auch so. Aber tatsächlich, in der Regel sind es, also jetzt vielleicht die Workshops sind da nicht ganz repräsentativ, aber in der Regel ist es so, dass Frauen den ersten Schritt machen durch ihre Körpersprache, ne? Also zum Beispiel im Nachtleben wird das mal untersucht. Fast immer, wenn ein Mann eine Frau anspricht, war vorher auch irgendeine Form von Signal da. Ja, also ein Lächeln. Längerer Blickkontakt, ich schweife vielleicht so umher, schaut aber euch ein bisschen länger an, bleibt bei euch hängen. Ja, oder die, ja, manchmal auch so ein starren regelrecht, ne, dass sie so fest, also ihr Blick so fest auf euch ist. Also da gibt es eine ganze Reihe von Interessenssignalen, die werden wir uns später auch nochmal anschauen, wo man dann auch weiß, okay, die Frau, die ist jetzt nicht gerade zufällig, hat die mich angeschaut, sondern die hat Interesse, mich kennenzulernen. Ja. Genau, Frauen sind auch bei so, ich sag mal, eskalierenden Berührungen sind Frauen aktiver. Ja, also denkt man auch nicht. Ja, man denkt immer so, hey, das war doch ich jetzt irgendwie. Aber letztendlich entscheidet die Frau auch. Also natürlich entscheiden beide, ob es zum Sex kommt, ist ja klar. Man macht das ja zusammen. Aber die Frau ist die, die das oft auch initiiert. Ja. Okay, so also ganz grundsätzlich, was macht eigentlich Körpersprache aus? Und es ist eigentlich ziemlich simpel. Die Körpersprache drückt immer aus, ob ich mich wohlfühle oder ob ich mich unwohl fühle in der Situation. Und dementsprechend signalisiert mein Körper, habe ich gerade das Bedürfnis oder das Verlangen, der Frau zum Beispiel jetzt im Flirt näher zu kommen oder eher Distanz reinzubringen. Warum seht ihr zum Beispiel im Nachtleben auch öfter mal, dass Frauen zum Beispiel tendenziell eher eine passive Körpersprache haben oder eher vielleicht die Arme verschränken, ja, oder nicht so viel Interesse offensichtlich haben an einem Gespräch. Ja, das ist dann, also die Folge davon ist dann oft, dass dann eine Distanz gesucht wird, um eben wieder einen Zustand des Wohlfühlens herzustellen, weil sie halt keine Lust hat auf das Gespräch oder auf den Typen. Ne? Und dann geht sie in eine Distanzhaltung, um wieder in eine Wohlfühlhaltung reinzukommen, ja, um sich wieder, um halt in dieser, mit diesem Abstand wieder das Gefühl zu haben, dass sie jetzt nicht gerade irgendein Commitment eingeht, ne, oder sie mit dem Typen da irgendwelche Verpflichtungen hat. So. Und wenn man das versteht, dann geht es letztendlich darum, dass wenn ich merke, die Frau geht auf Distanz, dass ich da adäquat damit umgehe. Das würde heißen, in dem Fall, also da kann man jetzt verschiedene Dinge zu sagen, von der körpersprachlichen Ebene würde das erstmal heißen, selber sei noch entspannter, nimm Druck raus. Weil wenn sie auf Distanz geht, heißt das immer, dass sie offensichtlich das Gefühl hat, also, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlt, dass sie das Gefühl hat, du willst ihr irgendwie auf die Pelle rücken und das möchte sie gerade nicht. Und das simpelste Mittel ist,
Geh in den entspanntesten Zustand, in dem du in dem Moment gehen kannst. Lass die Schultern hängen. Geh tendenziell ein bisschen zurück. Geh eventuell auch einen kleinen Schritt zurück. Nicht auffällig, nicht irgendwie einen großen Schritt, aber dass du signalisierst, so, hey, alles gut. Ne? Und wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn sie dir natürlich näher kommt, also wenn du merkst, sie hat viel Interesse, sie flirtet gern mit dir, sie will dich gerade kennenlernen, dann kannst du natürlich auch genauso das erwidern und dann geht es ja oft relativ schnell auch gerade im Nachtleben, dass man sich da näher kommt. Wenn du Single bist und auf der Suche nach einer Partnerschaft oder einer Freundschaft plus, dann solltest du dir dringend unser Flirt University Masterprogramm anschauen. Dazu erfährst du hier mehr. Denn das gerade war ein Ausschnitt von den Mentoring-Konferenzen. Zudem machen wir viele Workshops in der Praxis. Klick mal rein. Und hier findest du auch ein spannendes Video. Lass uns gerne ein Abo da, kommentier gerne und ich sag mal auf bald. Tschö.